Also Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. In deiner neuen Heimat, FC ja. Gundelfingen, Stadion. Und jetzt kicken wir ein bisschen gegeneinander. Ja, gerne. Also dann, griff mal ein. Du, ich hätte eine Frage, und zwar eine, die wirklich allen, glaube ich, die alle beschäftigt. Ja. Messi oder Cristiano Ronaldo? Messi. Messi, ganz klar. Ja. Warum? Meiner Ansicht nach hat er einfach durch das größere Talent und ja, ist einfach genial, ihn zu schauen. Macht einfach Spaß, da beim FC Barcelona ihn zu beobachten, wie er jedes Jahr aufs Neue seine Leistung abruft, und deswegen für mich ganz klar Messi. Jetzt war es so, mit dem FV Sonnheim bist du aufgestiegen im vergangenen Sommer, und da gab es so eine Montage, und zwar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Zlatan Ibrahimovic fordert Schmidt. Ja. Jetzt hätte ich gedacht, dass du sagst, keiner von beiden, ich nehme Zlatan. Ja, das wäre auch eine Idee. Naja, das war ja damals, weil ich dann in die USA gegangen bin. Ah, ja, genau. Und dann war das so ein kleiner Spaß von dem Kumpel. War aber ganz lustig. Und ja, jetzt bin ich ja bald wieder, ein paar Wochen weg. Da gehe ich nach... Du passt nicht auf, Junge. Peru. Nach Peru? Und mache ein soziales Projekt als Fußballtrainer. Als Fußballtrainer, okay. Mhm. Wo ist das genau? Das ist in Trujillo. Ich bin erst eine Woche in Lima bei einem Sprachkurs, Spanisch-Sprachkurs. Und anschließend bin ich dann in Trujillo und arbeite da oder helfe da mit als Fußballtrainer und morgens auch im Schulunterricht. Okay, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe jetzt meine Masterarbeit abgegeben im Oktober, und jetzt gab es halt nochmal die Möglichkeit, für einen längeren Zeitraum ins Ausland zu gehen. Und ich fange am 1. Februar beim Zeiss meinen Job an. Okay. Das ist halt die Ingenieurstelle. Jetzt hast du ein bisschen Zeit und machst du ein bisschen. Jetzt habe ich nur ein bisschen Zeit, und deswegen nutze ich es aus. Also ich bin bis aufs allerletzte Heimspiel jetzt auch immer da. Ich bin dann auch wieder da, wenn die Vorbereitung wieder beginnt. Mhm. Und ja, von dem her war das die letzte Möglichkeit, für ein paar Wochen am Stück halt so ein Projekt zu machen. Okay. Jetzt ist es aber auch so, dass du wirklich seit Jahren konstant ablieferst, immer wieder deine Tore machst. Die Frage, wie machst du das? Also, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Geheimnis? Ja, auf jeden Fall, da steckt auch ziemlich viel harte Arbeit dahinter. Also hier in Gundelfingen trainieren wir ja dreimal die Woche. Dann gehe ich selbstständig nur zweimal die Woche ins Fitness. Und da kommen dann schon insgesamt 5 bis 6 Sporteinheiten in der Woche zusammen. Mhm. Und was man hier halt auch ganz klar nochmal merkt in Gundelfingen, dass das... Ich werfe nochmal rein. Ja, dass halt vom Trainingsniveau das einfach auch nochmal ein Sprung nach vorne für mich war oder auch ich. Es war am Anfang auf jeden Fall auch nochmal eine Umstellung, weil ich hatte einfach einen breiteren Kader. Es ist im Endeffekt auch mehr Qualität im Training vorhanden. Und sowas bringt einen halt einfach weiter. Also für mich war es jetzt im Nachhinein betrachtet genau der richtige Schritt. Das habe ich. Eigentor. Das habe ich auf jeden Fall nicht bereut, den Schritt gemacht zu haben. Okay. Und ich auch von der Mannschaft und vom gesamten Umfeld einfach. Echt cool hier, und da sind wir super aufgestellt. Ja, aufpassen. Ja, ich merke schon. Erzählt und erzählt. Erzählt und erzählt aber so. Ja. Das vorher hat sie mir auch gesagt. Ja, genau. Wie ist das denn? Kannst du denn normal noch weggehen? Also, was weiß ich, mit den Jungs so ein bisschen feiern? Oder ist das jetzt beim FC Gundelfingen wirklich alles dem Fußball untergeordnet? Ich würde mal sagen, alles nicht, aber schon mehr. Ja, also wir gehen auch mal, haben zusammen einen Ausflug gemacht aufs Oktoberfest. Ah, okay. Das war dann halt in einem spielfreien Wochenende. Oder. Ja. Oh, zählt er? Wenn er raus? Ja. Würde schon sagen. Ja, nee, also wir gehen schon auf jeden Fall auch schon mal zusammen weg. Okay. Ist auch wichtig fürs Team. Letztes Wochenende zum Beispiel ist unser Spiel ja ausgefallen. Ja. Dann sind wir zusammen nach Ulm am Samstagmittag zum Bundesliga schauen. Und anschließend zum Ritteressen. Also wir machen auch mit der Mannschaft viel zusammen. Aber der Fokus liegt auf jeden Fall nochmal deutlich mehr auf dem Fußball. Du wolltest hier mir vorhin ein paar Tore schenken, kann das sein? Ja. Jetzt aber einmal kommt aber.
Als Junge, Junge, Junge. Als Stürmer muss man ja. Wie ist das denn? Verfolgst du denn noch den FV Sontheim? Ja. Bei denen läuft gerade nicht ganz so gut, aber wie ist da der Kontakt? Ich habe mir jetzt dieses Jahr bestimmt schon 3 oder 4 Heimspiele angeschaut. Also ich bin mit den Jungs, mit denen ich davor auch viel in Kontakt war, nach wie vor in Kontakt und schaue öfters zu. Klar, ist schade, dass es gerade nicht so gut läuft. Ja. Ich hoffe mal, dass jetzt, ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben, aber vielleicht mit dem Sieg gegen Frankenhausen, daher können sie den Anschluss nochmal herstellen. Und wir haben letztes Jahr wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, auch teilweise über unsere Möglichkeiten halt gespielt. Ah, das hört doch keiner gerne, oder? Ja, nee, aber... über den Möglichkeiten. Wir hatten schon auch Spiele dabei, wo man nicht immer so davon ausgehen kann, dass man die gewinnt. Da haben wir auch teilweise mal Matchball glücklich dann gewonnen, ja. Okay. Und die Spiele laufen dieses Jahr vielleicht, die wo knapp sind, halt mal andersrum. Ja. Okay. Aber ich meine jetzt, wie gesagt, wenn sie ein bisschen Wind rein noch 5-6 Punkte holen, das gewinne ich. Ja, denkst du. Dann ist da vielleicht durchaus noch was drin. Weilheim hat letztes Jahr bis zur Winterpause gerade nur 6 Punkte gehabt. Ah, jetzt gibt's neue Hoffnung. Und okay. Also. Philipp, Glückwunsch. Dankeschön. 9-7, nicht schlecht. Da bin ich gespannt, so was wieder, es noch gibt. So wie du Matze Kolb, oder? Ja. Genau. Also, vielen Dank und viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Ciao.